So, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Planet Crafter mit eurem Cosmo und dem Schwarmplayer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, warum stehe ich hier oben? Ich stehe hier oben wegen den Heizungen. Wir haben hier 3 Stück, das möchte ich ausbauen. Und da wir gerade hier oben sind, können wir gerade mal ernten. Machen wir das gleich mal mit. Weil die Sachen brauchen wir jetzt ja gerade auch immer wieder. Vor allem habe ich mir einen Klumpen gemacht. Ich möchte den zweiten Algengenerator auch noch für uns generieren. Ah, jetzt haben wir das hier hinten ausgebaut. Bauen wir aber nochmal so eine Kiste, ne? Ja, das machen wir gleich. Das sieht ja blöd aus so. Aber nochmal, haben wir nochmal genug? Brauchen wir noch einen Titan? Machen wir das noch schnell hier noch eins hin. So sieht es ja ein bisschen bescheuert aus, ne? Erweitern wir das noch um ein weiteres. Dann können wir da hinten ausbauen. Und dann könnten wir diese 3. Ja. Mal gucken. Wir lassen es jetzt mal so geschwind für den Augenblick. Und wir brauchen. Mich schön das Essen. So, die zweite Oberschiene, die werden wir brauchen. Silizium, Titan. Hallo? Und die 2 Iridiumstäbe. Heizen wir der ganzen Geschichte mal ein bisschen ein hier. So, wir brauchen Algen. Wie sieht's denn hier aus mit unserem ST2-Algengenerator? Ist da jetzt schon was gewachsen? Ich meine, sind wir verhältnismäßig schnell dabei? Ja. Sehr cool. Das ist doch wunderbar. Wunderbärchen. Ein Wunderbärchen. Moment. Ein Steli nehmen wir jetzt und ein Magi nehmen wir mit. Das lassen wir nicht da. Deshalb brauchen wir noch einen Eingang. Jetzt bräuchte ich ein Dünger war es, ne? Das wir noch machen müssen. Somit können wir den ST2 jetzt basteln. Das machen wir gleich. Erst abfarmen und dann tauschen wir den aus. Können wir hier auch schon. Das ist gut. Okay. Und wir wollen den ST2 dahin stellen. Und wir haben wieder keinen Strom mehr. Sehr gut. So, den Generator. Den können wir jetzt auch schon mal wegnehmen. Wir brauchen wieder was für Strom. Ich habe das Gefühl, dass uns langsam die Superlegierungen wieder ausgehen werden. Da müssen wir mal bald wieder nachfarmen gehen. Auch Uran. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das gibt einen Uranstab und Legierungen. Haben wir noch 2? Reicht gerade noch. Das heißt, wir müssen bald wieder nachfarmen. Das sollte jetzt aber für einen weiteren Stromgenerator da hinten reichen. Und wir haben wieder Energie. Und wir sind bei 74,48 Punkte. Jetzt geht Bio, Luftdruck.
Heizung, Sauerstoff. Es bewegt sich wieder, meine Lieben. Es bewegt sich was. Lass uns nochmal einen Mikrochip entschlüsseln. Ein Zaun. Ja gut, das interessiert mich jetzt weniger. Und Stiefel 3. Beweglichkeit Stiefel 3. Die nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Wo stehen die? Sind die hier? Ein Schwarzpulver. Und 2 Legis. Noch 1 Legi. Aber was brauchen wir für Schwarzpulver? Um Gottes Willen. Jo, was brauchen wir denn für ein Schwarzpulver? Schwefel und Iridium. Damit müssten wir dienen können. Ich muss auch noch rausfinden, wo ich immer mein Zeugs so abgelegt habe. Das war Uran, das war auch Uran, das war das hier. Brauchen wir gar nicht so viel. Das ist ja schon machbar, ne? Jetzt brauchen wir 2 Legis, ne? Können wir das denn noch machen? Ein Silly, ein Titan. Eisen, ein Magie, ein Kobold, ein Alu. Er gibt den zweiten. Und somit ist das bastelbar. Somit haben wir das auch gepasst, auch gemacht. Kann man das wieder zurücknehmen? Wir sollten was trinken. Und da sollten wir unsere Algen mal hier irgendwo in den Schrank schmeißen. Bioklumbe, ebenfalls. Maggi muss rein. Das Silizium muss auch noch hier rein. Und dann sollten wir was zum Trinken. Und ein bisschen Sauerstoff mitnehmen. Kein Star trinken, also gut. Lass uns das hier schön abfarmen. Entschuldigung. Gut, Schiene hier rein tun noch. Und dann nehmen wir den Packerl mit. So. Würde ich mal los tigern. Und zwar möchte ich jetzt mit euch mal nach hinten in die Eiswelt. Das soll jetzt der nächste Stopp mal sein. Ich möchte mal in die Eiswelt da hinten fliegen, um mich mal da mal umschauen, was es da so gibt. Ob es da was zum Entdecken hat. Jetzt mit dem ST2 sind wir noch ein wenig schneller unterwegs. Ich glaube, hier gab es auch noch mal irgendwo einen Eingang. Es ist leider gerade dunkel, ich habe es gleich wieder hell. Ah, das sieht schon giftig aus, ein Nachbarsplanet. Du bist nicht so gesund, wie glaube ich, auf dem Planeten. Da sieht es bei uns schon besser aus. So, wir gehen toujours geradeaus. Vielleicht findet man noch ein bisschen Eis, weil ihr seht schon, es wird echt weniger, das Eis. Und findet nicht mehr wirklich viel. Ich möchte einen Schrank mit Eis voll haben. Das müssen wir Eis und Trinken, möchte ich dann mal trennen. Das ist für spätere Eventualitäten. Ich weiß nicht, inwieweit das Eis hier hinten dann es noch geben wird. Jetzt sammeln wir jetzt hier mal fleißig nochmal das Eis ein. Ich hoffe, das wird es lange geben. Aber sicher kann man sich da nie sein. Deswegen werde ich hier ein bisschen Eis farmen mit euch. Uns hier mal ein bisschen umschauen. Schaut mal, was ist das für eine Höhle? Finden wir hier
Alu und eine Kiste. Kiste ist immer gut. Das haben wir hier. Nochmal einen Mikrochip-Bauplan. Alu. Nehmen wir mal mit. Ich hoffe, das Eis wird es auch hier nach wie vor geben, weil das war im Early Access tatsächlich dann irgendwann ein Problem, dass man das nicht mehr gefunden hat. Vielleicht ist das sogar eine Aluhöhle hier. Was gibt es denn hier unten? Das ist eisig kalt, das Wasser. Okay, kann man sogar noch ein bisschen schon schwimmen. Ich muss hier schon schwimmen, schaut mal, schaut euch das an. Da ist eine Kiste. Boah. Ja. Dünger. Das ist eine coole Kiste. Lass mal da. Und gleich noch eine. Was ist das hier? Kobold. Das ist eine coole. Da macht man auch gleich mal ein Schild dran, dass das eine Alu-Ecke ist. 400, 400. Deswegen haben wir Sauerstoff mit. Hier einen hinsetzen. Ja. Das machen wir dann ein bisschen. Ein bisschen so ins Dings gehen. Das weißlichere rein. Ne? So. So vielleicht. So. Dass wir hier das Alu haben. Jetzt müssen wir aber kurz. Da ist nochmal eine Box. Oh, den Stab müssen wir mitnehmen. Hilft nicht, den müssen wir auf alle Fälle dabei haben. Nehmen wir das Alu noch mit. Wir können es gar nicht alles leeren, meine Lieben. Nochmal eine Kiste. Jo. Da müssen wir nochmal her. Da gibt es ohne Ende Sachen zu finden. Aber lasst uns erstmal geschwind zurückgehen. Das ist nochmal eine Kiste. Mitnehmen, was wir hier brauchen könnten. Ja, lass uns wieder nach Hause gleiten. Vielleicht nehmen wir einen Umweg über unsere Hütte hier. Da ist nochmal eine Kiste. Also farmen können wir hinten ohne Ende. Müssen wir auf alle Fälle nochmal hin. Gehen wir schnurstracks nach Hause und dann gehen wir nochmal los. Ja, ich denke, wir sehen uns gleich.
wir sind hier schon mal angekommen. Ich habe euch mal ganz kurz da rausgenommen. Den Weg haben wir ja schon gekannt. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Einräumen von unseren Sachen, die wir hier so gefunden haben. Jetzt nehme ich euch jetzt wieder mit hinzu, weil ich mir den Mikrochip-Bauplan mal kurz angucken möchte. Ja, die sehen werden immer besser. Was kriegt man denn? Karteninformationsrakete. Was ist das denn? Wir brauchen hier hinten eine Türe. Lasst uns mal das angucken, was das ist. Oh, wir brauchen Wasser. Hammer. Eine Karteninformation. Ich denke mal, das ist genau das, was ich erklärt hatte in einer der vorigen Folgen. Da sieht man dann, was wo Interessantes ist. Da brauchen wir Osmium. Ein Superlegierungsstab. Ach, herrjemini. Da brauchen wir ganz viele Legis. Legis. Haben wir nicht so viel. Und wollen wir noch was zum Essen? Und vielleicht können wir auch schon hier die nächsten Baumrinden ernten. Können wir. Ich habe hier auch schon einen Schrank hier gemacht. Zwei habe ich schon. Ein bisschen Wasser farmen. Lasst uns mal ganz kurz das Ding da hinten auch ausräumen. Und dann gehen wir wieder rüber in das Eisgebiet. Platz, das heißt, wir können ein bisschen Algen mitnehmen. Bauen wir einfach mal kurz geschwind alles ab. Ja, aber ergiebig, oder? Wir brauchen das viel, ne? Für Dünger und so Zeug brauchst du ohne Ende von den Algen. Aber das wächst wie Unkraut. Und das soll ja auch so sein, damit wir schön viel immer haben. Inventar voll. Okay, wir können gar nicht alles abernten. So ist noch besser. Ich brauche definitiv einen Eingang. Kann man das eigentlich nicht hinsetzen, dass wir hier einen Eingang machen? So, das ist besser. 86%. Ja, dann wollen wir die Sachen mal wieder einräumen, die wir hier jetzt gesammelt haben. Alu, dann haben wir einen Kobold. Dann haben wir noch mehr Alu. Dann haben wir auch viel Eisen wieder. Ein bisschen Maggi. Titan. Algen. Fühlt sich der Schrank, so muss das sein. Wasser. Und Essen. Gut. Ja. Wir wollten noch mal rübergehen. Dann machen wir das. Wir sehen uns gleich drüben im Eisfeld. Bis gleich. Meine lieben Sims, wir sind hier mitten in einem satten Sturm gerade angekommen. Ich bin wieder in der Höhle. Ich dachte, ich nehme euch jetzt mal wieder mit hinzu, nachdem ich hier ein bisschen durch mich wurschtel, zu gucken, was es hier so gibt. Oh, was haben wir da gefunden? Sauerstoffmultiplikatorsicherung. Ich denke mal, das ist was für später. Also Aluminium hat es hier en masse. Dann ist noch eine Kiste, die möchte ich mitnehmen. Gut, das ist jetzt Sachen drin gewesen, die jetzt nicht ganz so interessant scheinen derzeit. Da sind wir gerade rausgekommen. Müssen wir immer wieder mal ein bisschen abtauchen jetzt inzwischen. Ne? Das Wasser sammelt sich hier schon. So nach und nach. Wir schweben hier noch ein bisschen am Rand entlang und gucken, was noch auf uns wartet hier. Schaut mal, das sieht auch hübsch aus, die Felsformation. Also das ist echt komplett neu. Da ist nochmal eine Kiste. Da warte ich direkt an der Kiste. Aber wisst ihr was, das Eisen, das würde ich jetzt mal komplett da lassen, weil ich
nehme Silizium mit, ich nehme das Wasser mit, ich nehme das hier mit. Irgendwie nehme ich. Das Eisen würde ich mal komplett da lassen. Okay. Lass uns hier mal abtauchen. Schade, dass wir hier noch nicht raustrinken können, gell? Also unser Cosmo kann auch schwimmen. Das sieht man definitiv. Er ist das schwimmensmächtig. Die Musik ist auch cool geworden, finde ich. So beruhigend. Das passt eigentlich richtig gut zum Spiel. Boah, das sieht ja auch nett aus hier unten, ne? Mit dem Eis hier. Da ist eine Was ist denn hier? Was haben wir denn hier entdeckt? Nein, oder? Magnetquarz. Magnetarquarz. Was haben wir denn hier Tolles entdeckt? Das ist ja cool, oder? Aber ich habe keinen Platz mehr. Die Legi nehme ich mit. Jetzt haben wir ein Problem, weil wir keinen Sauerstoff haben, meine Lieben. Ja, das wird uns jetzt leider zum Verhängnis. Keine Sauerstoffkapsel gerade übrig. Kommen wir hier noch hoch? Da wäre sie gewesen. Da wäre sie gewesen, meine Lieben. Hat uns nicht gereicht. Wir holen das Inventar wieder. Ja, das geht ja gar nicht, dass wir das verloren haben. So ist es, wenn man da nicht aufpasst. Wenn man sich ablenken lässt, meine Lieben, ihr habt wahrscheinlich geschrien, pass auf das auf. Magnetarquarz. Ich war so begeistert, dass ich den Quarz da gefunden habe. Dass ich das komplett aus den Augen verloren habe. Nicht zu fassen. Ja, so, so passiert es hier, ne? So schnell passiert es. Also das Quarz müssen wir irgendwo unterbringen, ne? Da brauchen wir hier nochmal ein Schwenkle. Aber ich meine, das müssten wir wieder kriegen, die Sachen. Magquarz, keine Ahnung. Magnetarquarz. Okay. Haben wir. Sauerstoff haben wir echt ein Problem. Eins noch. Lass uns noch mal ein paar Sauerstoffkapseln machen. Also da brauchen wir echt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da müssen wir echt mehr mitnehmen. Noch können wir leider nicht atmen hier. Das ist halt echt noch ein bisschen das Problem. Ne? Und man sieht, es geht ruckzuck, geht's hier runter und dann hast du echt ein Problem. Dann hat man ein Problem, aber wir gucken jetzt mal, was wir noch retten können. Wir essen mal einen Kürbis und dann lasst uns noch mal nach da hinten gehen. Ungefähr weiß ich, wo wir zugrunde gegangen sind. Und wisst ihr was? Ich suche das jetzt und wir treffen uns wieder an dieser Box in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Ich sag mal ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Cosmo alias Schwammbleier. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.